Es gibt zwei Unterschiede bei uns beiden in dieser Diskussion oder in dieser ganzen Geschichte. Du hattest damals deiner Community gesagt, dass sie mich flamen und haten sollen dafür. Ich habe jedoch nicht Jonas gesagt, dass er dich flamen soll oder beleidigen soll oder sonst was. Sprich, dass Jonas dich beleidigt hat, ist im Grunde genommen so insofern deine Schuld, als dass du angefangen hast, uns zu beleidigen. Allerdings, dass deine Community mich geflamed hat, ist insofern auch deine Schuld, insofern als dass du deiner Community gesagt hast, dass sie mich flamen und haten soll, etc. In beiden Fällen habe ich lediglich mit Video oder Stream oder sonst was dazu beigetragen, wo ich dazu sagen muss, im Stream habe ich eigentlich wirklich gar nichts gemacht, jeden Grund zu beleidigen geben. Das Video war eigentlich auch nur irgendwas, nachdem du mir wochenlang in den Ohren lagst, dass ich ein Video darüber machen soll. Dementsprechend habe ich mir insofern meines Erachtens nichts groß zu Schulden kommen lassen. Der zweite Punkt ist, ich komme mit logischen Argumenten, du hingegen einfach nur mit einem anderen Aspekt, der unlogisch ist. Dementsprechend würde ich sagen, lasse ich das jetzt mal mit den YouTube-Videos jeden Tag 10 Videos gefühlt sein. Und ich würde vorschlagen, dass wir das Ganze auf TS regeln. Nur kixisbruder.eu. Wenn ich auf TS bin, dann bin ich immer da. Ich werd die IP nochmal in die Beschreibung packen. Du kannst von mir aus auch deine Freunde mitbringen und sonst wen alles. Wenn du dich alleine nicht imstande fühlst, das zu machen. Also, wie gesagt, nur kixisbruder.eu. Geh einfach in den Support, frag, ob ich da bin. Weil ich bin meistens in der Invisible Lounge. Ja, weil. Mir ist es einfach zu blöd. Und by the way, wenn du jetzt ankommst mit, ich habe das gar nicht nötig, auf TS zu gehen, dann würde ich das eigentlich schon irgendwie so als Eingeständnis sehen, dass deine Meinung und dein Standpunkt in dieser Diskussion komplett lächerlich ist und eigentlich unhaltbar und dass deine Argumente auch keineswegs logisch sind, was sie auch nicht sind. Das ist so oder so eine Tatsache. Wenn du jetzt ankommst mit, ich habe hier Internetprobleme, ich weiß nicht, ob du wirklich über LAN komplett gar kein Internet hast. Und alles über deine Internetflat am Handy machst, aber du kannst mit einer Internetflat, kannst du deinem Laptop, ich weiß, dass du einen Laptop hast, Hotspot geben, da kannst du dann WLAN einloggen. So können wir das Ganze machen. Mir ist es an der Stelle einfach zu blöd. Komm auf den TS, dann können wir das nochmal regeln, weil jedes Mal für ein unlogisches Argument ein Video zu machen, habe ich absolut gar keinen Bock drauf. Du wirst bestimmt eine Antwort haben, wahrscheinlich kommt in den Kommentaren direkt schon mal wieder Geflame. Ich bin drauf gespannt.